Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Meteoriten und einem Asteroiden? Danke an Josef für diese coole Frage, machen wir uns dran. Asteroiden bestehen größtenteils aus Gestein und sind mehrere Dutzend bis 100 Kilometer groß. Sie sind nicht kugelförmig, da ihre geringe Masse nicht genug Schwerkraft erschafft, um, wie Planeten das zum Beispiel tun, Kugelform annehmen zu können. Die meisten von ihnen befinden sich im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, aber manchmal fliegen sie auch an der Erde vorbei. Wie zum Beispiel zuletzt am 10. Mai, als ein Mount Everest großer Asteroid die Erde um nur 4 Millionen Kilometer verfehlte. Jetzt kommen wir zu Meteoriten und da gibt es drei unterschiedliche Entwicklungsstufen. Erstens Meteoroiden. Das sind Gesteinsblöcke, die sind wesentlich kleiner als ein Asteroid, aber wesentlich größer als ein Atom. Sie sind meistens Bruchstücke aus Asteroiden, Kometen oder Planeten. Zweitens, sobald ein Meteoroid in die Erdatmosphäre eintritt und verglüht, ist er eine Sternschnuppe oder ein Meteor. Und drittens, wenn dieser Meteor bei seinem Eintritt nicht komplett verglüht, sondern noch auf der Erdoberfläche aufschlägt, dann reden wir von einem Meteoriten. Wenn du das spannend fandest und jeden Tag etwas Neues lernen möchtest, dann mach jetzt das Herz rot und folg.